Genau, dann kann ich so viel essen, wie ich will. Aber man kriegt halt fast schon panische Angst vor allem, was diesen Lebensmitteln nicht entspricht. Hi, Mirika Bandens und heute möchte ich reagieren auf Freely, the Banana Girl, wie sie reagiert auf Bonnie Rebecca, auf ihr What I Eat in a Week. Das ist ganz, ganz neu jetzt rausgekommen sozusagen. Und bevor ich damit anfange, möchte ich ein paar Sachen klarstellen. Erstens, ich bin 100% dankbar für das, was ich durch ihren Einfluss auch für mich herausfinden konnte. Und ich habe sie auch in Person getroffen. Ich werde einfach mal hier einen Kommentar vorlesen von Babette Caravaggio. Und wenn jemand nicht möchte, dass ich den Namen nenne, dann könnt ihr das einfach mit in den Kommentar schreiben. Ich gehe davon aus, wenn jemand öffentlich kommentiert, ist das okay. Und bitte hier nicht vergessen, Daumen hoch oder runter, das ist einfach ein Danke an mich, dass ich überhaupt die Arbeit mache. Ja? Ihr zeigt mir damit einfach eine Wertschätzung. Und das ist ja mittlerweile das Erste, was ich überhaupt mache, wenn ich von irgendjemandem irgendein Video schaue, weil ich weiß, wie viel Arbeit da reingeht. Und auch emotionale Arbeit da reingeht, ja. Weil ich traue mich natürlich auf viele Sachen, die auch nicht so leicht sind für mich. Und ja, das würde mir einfach helfen. Gerade auch dieses Thema, weil natürlich, ihr kennt die Online-Community. Also das kann schon mal dann ziemlich heiß hergehen, ja. Also ohne, man kann eigentlich sagen, was man will. Es wird immer irgendeine Armee auf einen einschlagen, dann irgendwann an einem Punkt. Und ich wollte, klar, ist das nicht das Einfachste, über das Thema zu reden. Ich werde einfach erstmal den Kommentar vorlesen, dann wisst ihr Bescheid, was ich meine. Ich muss ihn jetzt instantan auf Deutsch übersetzen. Liebe Miri, könntest du ein Video machen darüber, was passiert, wenn man den Rat, also Advice nimmt von Menschen wie Durian Rider, Freely und den Low-Fat veganen Ärzten? Ich weiß, dass sie dich wahrscheinlich sehr viel beeinflusst haben, ja. Und so dass du Angst bekamst vor bestimmten Lebensmitteln, wie zum Beispiel Ölen und fetthaltigeren Lebensmitteln. Und diese ganze extreme High-Carb, dieses ganze extrem High-Carb, Low-Fat-Dingen. Ich lese erstmal zu Ende. Ich würde gerne deine Meinung dazu wissen, als jemand, der aufgehört hat, in dieser Art und Weise zu essen und gleichzeitig also von ihrer Essstörung genießt, also recovered. Freely mag es immer wieder zu erwähnen und zu wiederholen, dass sie all diesen essgestörten Mädchen hilft, aber meine Sicht auf die Dinge ist, dass sie tatsächlich eher viel Essstörung verursacht hat, sozusagen. Also brought on a lot of ED harm. Also dass sie viele in die falsche Richtung, genau in die andere Richtung halt, in die essgestörte Richtung beeinflusst hat. Influenced. Ich bin immer so viel im Englischen. Ich habe zurückgeschrieben, ich übersetze das jetzt auch. Wow, ja, da sollte ich dann wohl mal ein Video drüber machen. Es ist auf jeden Fall absolut, also es zieht auf jeden Fall die Leute an, die Essstörungen haben. Weil diese Art des Essens halt eben manche Essstörungsängste wegnimmt. Nämlich dieses, wow, ich kann jetzt so viel essen, wie ich will. Ja, und nichts, was mein Körper wirklich braucht, zunehmen. Also nicht mehr zunehmen, als mein Körper jemals wollte. Aber gleichzeitig gibt es den Leuten eben neue Essstörungsängste. Das ist quasi eine Verlagerung der Essstörungsängste. Also es ist quasi, du kannst so viel essen, wie du willst, aber nur solange du diese ganz bestimmten Lebensmittel isst. Ich gehe hier erstmal weiter. Genau das ist nämlich bei mir passiert. Genau, dass eben diese Essstörung, diese Ängste sich einfach in andere Ängste umgewandelt haben. Also quasi diese Regeln, diese krassen Regeln. Nur wenn ich das und das und das esse, quasi perfekte Ernährung sozusagen nach Harleys und Freelys Ansicht, dann also nur Carbs sozusagen oder ja, jetzt nach Freelys jetziger Ansicht so roh wie möglich und halt Obst, dann werde, genau, dann kann ich so viel essen, wie ich will. Aber man kriegt halt fast schon panische Angst vor
allem, was diesen Lebensmitteln nicht entspricht. Ja, meinetwegen. Also Harley argumentiert die ganze Zeit, ja, wir wollen ja nicht orthorektisch sein. Diese ganzen Leute mit Essstörungen, die haben Angst vor Zucker, die haben Angst vor Soda-Drinks, also halt, ne, Cola und Co. Und, also jetzt mal abgesehen vom Koffein. Und Fanta und weißem Reis und das. Das ist natürlich eine absolute Essstörung und das wollen wir nicht. Und ja, okay, das sagt er so, ja. Aber laut seinem Rat soll jemand, der halt ein gesundes Gewicht haben will oder abnehmen will oder einfach grundsätzlich gesund sein will, darf der kein Gramm Fett zu viel essen. Also nicht mehr, als der Körper auch verbrennen würde. Und quasi als du dich bewegst oder was weiß ich, also am Tag verbrennst, sagt er wortwörtlich auf seinem Tumblr. Und quasi jedes Gramm Fett könnte sich anlagern an deinem Körper. Und also diese Angst davor, er spricht es nicht aus, dass er Angst machen möchte davor, aber die Leute kriegen Angst davor. Ich spreche einfach mal aus meiner Erfahrung. Bei mir war das so und ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin. Und das ist halt ein Problem in einer Welt. Also erstmal, du musst nicht in einer zivilisierten Welt leben, damit das ein Problem ist. Selbst wenn die ganze Industrie noch nicht hätten, das wäre ein Problem, wenn du in der Natur leben würdest und Angst vor allen Fetten hättest. Also selbst da würdest du in der Gesellschaft, in der Kultur, in der du da leben würdest, ein Problem dann bekommen, weil, also du würdest selbst da eine Essstörung entwickeln, meiner Meinung nach. Und genau, für mich war das halt so, dass ich mir das dann schön geredet habe, weil natürlich, also ich kam auch von diesem Essstörungshintergrund, eine von vielen, und also, ich war eine von vielen und natürlich klingt es dann Regenbogen und Einhörner und alles, dass du halt so viel essen kannst, wie du einfach nur möchtest und so perfekt schlank werden wirst und sonst was. Und ja, das ist die Species-Specific Diet und quasi das, wie alle essen sollten. Und natürlich zieht dich das an, ja? So, ich schreibe weiter. Genau das Gleiche ist mir passiert. Das Ding ist, ich habe keine Absichten, mir Ärger einzuheimsen, also indem ich halt quasi solche Videos mache. Ich weiß, wie die beiden drauf sind, wenn sie Reaktionsvideos machen. Und also sie haben so leider diese Eigenschaft, dass sie andere Leute komplett durch den Dreck ziehen. Und das ist halt nicht das, was ich jetzt hier mache, so dieses, dass man halt einfach seine Meinung so dazu gibt, sondern es sind immer so dieser subtile, unterschwellige, ja, du kannst sagen, was du willst, but you're still fucking wrong, so ungefähr, ja? Also nicht nur so ungefähr, sondern tatsächlich so spricht diese Harley oft aus. You can disagree with me, but you're still fucking wrong. Und es ist halt so, ja, ich finde nicht, dass sie besonders fähig sind, die Person auch wirklich zu sehen und ihr auch Glauben zu schenken. Und dass die ganze Agenda mit den Tieren einfach so sehr über allem steht, dass sie dazu neigen, auch andere Menschen dafür zu beleidigen. Und sehr zu, ja, nicht nur, ja, entweder zu beleidigen, wenn aber nicht zu beleidigen. Zum Beispiel, also Freely macht das zum Beispiel so, dass sie dann sehr, also totale Vorurteile einfach ausspricht, von denen sie gar nicht weiß, ob das überhaupt stimmt, halt zu sagen, ja, derjenige war nie vegan, weil, also werde ich auch in den Reaktionsvideos jetzt dann über Bonnie Rebecca halt eben drauf eingehen, weil sie hat echt ein paar Sachen gesagt, da denke ich, wow, das geht gar nicht. Und das erfordert auch viel Mut, also bitte gib mir einen Daumen hoch oder runter, damit ich wenigstens weiß, dass das bei euch auch ankommt und dass mein Mut sich da auch lohnt. Ansonsten würde ich mir den Ärger nämlich auch gerne sparen. Genau, aber sie sagt dann halt, ja, sie war nie vegan, weil sonst würde sie jetzt nicht vegan sein, weil jemand, der wirklich im Herzen vegan war, der würde nie wieder zurückgehen. Und das ist halt was, also ich weiß, dass das nicht stimmt, weil das bei mir genau eben so ist, dass ich 100% ethisch vegan war und immer noch auch bin im Herzen, aber es einfach gerade nicht sein kann, weil ich komplett von meiner gesamten ganzheitlichen Gesundheit sonst den Bach runtergehe. Und das ist nicht Sinn und Zweck meines Lebens oder irgendeines Menschenlebens, dass man für diese Sache dann ja wirklich sich selbst aufopfert und stirbt. Also du magst vielleicht körperlich gesund sein, für mich war es eben nie dieses, jo, ich muss jetzt wieder Eier essen, damit ich mich besser fühle, sondern einfach nur komplett
mental. Und ich war halt lange in diesem Glauben gefangen, dass solange du so viele Kalorien essen kannst, wie du möchtest, aber nur von diesen paar Lebensmitteln, dann, dass das für mich keine, dass ich mich damit selbst verarsche, dass es für mich keine Genesung von Essstörungen ist. Und das möchte ich einfach ganz klar hier sagen. Und vielleicht hilft das jemandem. Ich hoffe, ich mache das hier nicht, um irgendwelche Aufrufe zu kriegen. Das, was ich hier sage, ist auch keine, so wie die beiden auch gerne sagen, Cognitive Dissonance, also dass man irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, kognitive, dass man sich irgendwie selbst was vormacht und irgendwie das eine, irgendwie meint, das eine zu glauben und aber das andere macht. Ich bin wirklich im Herzen vegan. Aber mir wurden auch die Augen geöffnet dafür, was eigentlich mit mir vorgeht. Und dass ich mein Leben lang an eine Essstörung verlieren würde, wenn ich nichts ändere.